machen wir heute Abend? Gucken wir uns einfach einen Film an. Filme können wir zu Hause gucken. Wir müssen ausgehen, es rocken lassen. Wir sind hier, um neue Dinge zu erleben, uns zu verändern. Mhm. Wie viel Wein hast du schon getrunken? Vielleicht können wir den Abend mit dem netten Paar von neulich verbringen. Die Feathermans? Warum willst du immer mit anderen Leuten rumhängen, wenn wir mal im Urlaub sind? Es ist schön, neue Leute kennenzulernen. Klar, weil mich das Medizinzubehör-Business so interessiert. Warum machst du das immer? Was mache ich? Menschen verachten. Oh, deswegen. Ich habe das Gefühl, das ist zu einem Gerichtsprozess gegen mich geworden und ich bin darüber nicht froh. Hast du mein Schuppenshampoo eingepackt? Nein. Ach, dann kann ich das schwarze Hemd wohl vergessen. Du stehst doch nur auf Doug Featherman. Was? Der Wein spricht aus dir. Was hat Doug Featherman, was ich nicht habe? Einen Job. Ich werde mir die Zaubershow im Cognac-Club angucken. Weil man dort unter zwei Drinks nicht bewirtet wird? Ach, halt den Mund! Dankeschön. Für meinen nächsten Trick brauche ich einen Freiwilligen. Wie wär's mit Ihnen, Sir? Nein, ich will nicht. Ich wär's nicht so. Brian? Oh, hey, Math. Was machst du hier? Ah, ich bin immer hier. Denn Selbstmord ist ein 24-Stunden-Problem. Ja, also ich dachte mir, wir könnten vielleicht Netflixen und grillen. Ich glaube, es heißt Netflixen und chillen. Oh, gut, weil ich keinen Grill habe. Hast du Netflix? Die Kreditkartennummern, die ich mir ausdenke, werden alle abgelehnt. Gute Nacht, Brian. Nichts spricht gegen ein Date mit ihr hier oben. Checken wir doch mal den Facebook-Account von dieser Martha. Ah, privates Konto. Aber Schwester? Fast gleichaltrig, waren zusammen auf ein paar Partys. Oh, Opas Beerdigung. Die Mausi sieht gut aus in Schwarz. Das ist ihre Mom? Leck mich. Die soll mir recht sein. Das ist genau das, was Dr. Fischbein gesagt hat. Ich traue mich einfach nie. Martha, you're playing hide and seek with love. Martha, this is what Dr. Fishman was talking about. Martha, with a little bit of love and a whole lot of sass. Weißt du was, Brian? Ich werde... Ah! Oh mein Gott! Ah! Das ist pervers, du krankes Schwein! Dr. Fishman predicted it'd be 3 years of treatment. Martha's only 6 months in. Komm schon, Martha. Martha. It's gonna work out. Sind Sie Peter Griffin? Oh ja, danke. Was ist denn das? Das ist ein Jetpack. Ich komme wieder, um euch zu holen. Versprochen. Du bist mein Freund und es tut mir leid, das zu sagen, aber ich hab mir gewünscht, dass du scheiterst. Peter, gibt es da nicht was, das du Mr. Waschi-Waschi sagen wolltest? Oh. Peter? Bitte. Mr. Waschi-Waschi, es tut mir leid, dass ich in Ihrem Laden unhöflich war. Gut, ich nehme an, Ihre schlechte Entschuldigung. Schön, und jetzt will ich mein Hemd wieder. Peter! Ich nicht ab in Ihr Hemd! Sie doch haben mein Hemd! Genug! Ihr alle nie wieder in meinem Geschäft! Ding Dong! Toll, Peter, gut gemacht. Das Essen war eine Katastrophe. Ach, die Eule aus Kampf der Titanen war schlimmer. Sie sind aus Griechenland? Da wollte ich immer schon mal hin. Wie ist es dort? Ich kann kein Wort verstehen. Tja, ich hab's dir gesagt, Lois. Nur Harry Hamlin kann das. Wenn du die Eule einlädst, musst du auch Harry Hamlin einladen. Ich werde Harry Hamlin nicht in diesem Haus dulden. Hi, ist Peter Griffin da? Oh mein Gott! Ist alles in Ordnung? Es ist nur... Sie sehen genauso aus. Was ist los? Wer ist dieses Supermodel? Ich bin Katie. Ich bin deine Tochter. Du bist was? Scheiße, leck mich. Ja, entschuldige bitte den Überfall, aber die Samenbank sagte, man darf dich jetzt kontaktieren. Wow, ich habe noch nicht so schnell damit gerechnet. Wir alle haben uns super drauf gefreut, dich zu treffen. Was heißt ihr wir? Hi, Dad! Wir sind alle deine Kinder. Wir stammen aus deinem Samen. 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 Haha! Oh, Entschuldigung, falsches Haus. Seht nur, Eddie ist am falschen Haus. Haha! Haha! Haha!
Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott! Stewie, komm runter, komm runter. Was ist passiert? Wir waren im Zoo und da war ein Affe. Zuerst haben wir gedacht, wir sehen ihn nicht, weil er sich in seinem Haus versteckt hat. Aber dann ist er rausgekommen und wir haben ihn gesehen. Wir haben den Affen gesehen. Der war riesig. Und dann. Es war lustig, ich hab's kapiert. Warte, bist du sauer, weil ich da ohne dich war? Nein, ich wäre nur deinetwegen gegangen. Und vielleicht, um die Tiere zu verspotten, die da nicht raus können. Das heißt alle. Loser. Du musst mit uns Mittagessen gehen. Aber zuerst brauchen wir unser Schläfchen.